Dann mag ich nur ganz kurz, Herr Novak spricht für sich selbst, ich mag ihn nur ganz kurz auflisten, was er alles gemacht hat, damit Sie verstehen können, welche Kompetenz dahinter ist. Er war 6 Jahre Landesvorsitzender der niedersächsischen Grünen, 5 Jahre in der Kommunalpolitik im Landkreis Uelzen, maßgeblich beteiligt am Trägerverein des Projektbahnhofs 2000 in Uelzen, der Kulturbahnhof, wo Friedensreich Hundertwasser an der Gestaltung mit beteiligt war. Er war in der Landespolitik Grundsatzabteilung des Büro des Oberbürgermeisters in Hannover und, daher kenne ich ihn, von 2009 bis 2020 Geschäftsführer der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen und in der Position verantwortlich für das Schaufenster Elektromobilität Niedersachsen seit 2011 oder 2011 wurde das gegründet und er hat mir in dem Zusammenhang gesagt, wir hatten dann Elektroautos, als VW Elektroautos hatte. In dem Sinne ging es dann mit Elektroerfahrung und Erprobung los. Vielen Dank. Soll ich anfangen? Wunderbar. Ich muss jetzt erst einmal meine Präsentation aufrufen. Dann geht es so. Sie müssen sagen, wenn ich aus dem Bild laufe, nicht, dass Sie dann, ich gucke Sie ab und zu an und wenn dann schaue ich dann, wenn ich dann, wollen, wir wollten ja nicht unten eher näher am Volke stehen. Also Raimund Novak bin ich. Auf der Distanz können Sie nicht sehen, dass ich schon 66 bin. Ich brauche also nicht mehr arbeiten. Ich war lange Jahre Geschäftsführer in der Metropolregion und Sie haben noch an eine parteipolitische, also Politiker war ich immer nur ehrenamtlich, wollte ich dazu sagen, ne? Nicht, dass jemand glaubt, ne? Da immer so rumgesessen für Diäten oder dafür bekommen, sondern kenne also den urbanen Raum, habe lange Jahre auch die Grundsatzabteilung beim Oberbürgermeister geleitet, das ist so das Controlling des Oberbürgermeisters, also sehr lange Verwaltungserfahrung. Stefan Weil ist dann Ministerpräsident geworden und ich musste die Metropolregion machen. Das war dann am Ende so der Unterschied. Ich habe sehr, sehr viel und sehr lange mit Elektromobilität in verschiedenen Zusammenhängen zu tun gehabt, seit 1997 ungefähr. Und dann noch sehr intensiv, dann ab Schaufenster Elektromobilität, fahre elektrisch, seitdem Volkswagen die Vorserie des E-Golfs mir zur Verfügung gestellt hat als Geschäftsführer, als Dienstwagen, habe aber auch sonst all das, was so elektrisch gefahren ist, außer Tesla, ja, immer auch sehr gut gefahren und habe jetzt einen kleinen Renault Twingo, den man dann als Privatmann und berate hier und da in der Politik einige Leute, die mich fragen, was man in Elektromobilität machen kann, manchmal erfolgreich, häufig erfolglos. Es ist sehr schwierig, Politikberatung. Ja, kann ich jetzt so sagen, weil gerade um es ein bisschen anzunähern an den vorgehenden Vortrag von der Kollegin von der NOW, Sie haben ja die Parteiherkunft verraten, sonst mache ich das ja nicht. Im Prinzip hat ja die FDP nicht Unrecht. Ich weiß ja jetzt nicht, warum sie um den Tankrabatt machen wollte. Ich hatte immer gedacht, sie wären subventionskritisch, was ich ja auch eigentlich bin. Aber streng genommen ist so eine Staatsförderung durchaus auch hinderlich bei einer Marktentwicklung. Und ich bin ziemlich sicher, ich könnte es auch begründen, wir hätten ohne die Kaufpreisprämie in Deutschland nicht ein vollelektrisches Fahrzeug weniger. Nicht eins weniger, als wir haben. Das heißt, all das, was wir als Kaufpreisprämie rausgegeben haben, ist letztlich eine Förderung der Automobilindustrie und nichts anderes. Und nichts anderes. Kommunikativ hat es einen erheblichen Schaden, weil es den Eindruck gestützt hat, dass Elektromobilität nur dann funktioniert, wenn man Geld in den Kofferraum oder ein Handschuhfach legt. Das heißt, man kauft sich nur ein Elektroauto, wenn es vom Staat gefördert wird. Das ist kommunikativ ein erhebliches Problem. Und andere Frage ist immer auch, dass letztlich, und hier sind ja viele oder einige, die aus dem Kommunalbereich kommen, nichts finde ich schlimmer,
Ja, also wenn die Leute nicht nach dem Sinn fragen, sondern ob etwas förderfähig ist. Wenn Leute etwas machen, weil es dafür Geld gibt, und es nicht machen, weil es dafür kein Geld vom Staat gibt. Das ist eine nicht gesunde Konstellation. Das ist eine nicht gesunde Konstellation. Und letzter Hinweis zum Thema NOW, oder zwei habe ich noch. Eine, ich finde es ganz wichtig, dass wir eine Stelle haben in Deutschland, die so etwas wie eine Kompetenzstelle ist, an der man sich orientiert. Es muss die Zeit vorbei sein, wo jeder glaubt, er weiß es am Ende oder sie noch besser, ja, wie man Ladeinfrastruktur aufbaut. Also wir brauchen tatsächlich da ein bisschen Planungssicherheit, ein bisschen Planungsorientierung, dass das mal eine Firma wird, die 170 Leute hat, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hoffe, ihr habt alle zu tun, ja, und auch der Sache dienlich. Ja, aber deswegen ist meine Empfehlung, auch dahin zu gucken. Und wer jetzt sagt, was Kommunen genau machen sollen, wie ein kommunales Konzept, weil ich an verschiedenen kommunalen Konzepten in unserem Gebiet oder anderen Ecken in Deutschland mitgeschrieben habe, überall da, wo es gut ist, da war ich irgendwie dabei. Ja, also letztlich auf dem NOW-Kanal bei YouTube gibt es einen Vortrag von mir. Haben Sie vermutlich, sind zu frisch dabei, noch nicht angeguckt. Wenn Sie zurück sind in Berlin, schauen Sie nach. Ja, da geht es direkt, wie ein kommunales Konzept aufgebaut sein sollte. Also wenn Sie jetzt sagen, der hat ja nur eine Viertelstunde und der hat nicht genug praktische Hinweise gegeben, was eine Kommune machen soll, gehen Sie YouTube-Kanal NOW, tippen Sie einfach Raimund Nowak Metropolregion ein, dann kriegen Sie quasi einen 20-minütigen Vortrag, was Kommunen machen sollten. So, aber heute habe ich mir hier einmal vorgenommen, weil sonst kann man sich ja alles bei YouTube angucken. Wenn man Veranstaltungen so macht, dann muss man ein bisschen über die Dinge auch reden, die man besser nicht unbedingt für die Nachwelt so erhaltend aufzeichnen lässt, sondern auch mal sehr in dem direkten Austausch mit den Menschen, die zukommen, hier reden. Also einmal letztlich eine meiner Standardsachen, die ich selbst in Beratungssachen mache, ist, was eigentlich ist die Hinderung, was hindert uns daran, dass wir die Elektromobilität nicht nach vorne treiben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich jetzt dazu sagen werde, wie verändert eigentlich das, was wir Zeitenwende nennen, die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland? Also wie ist der Überfall Russlands auf die Ukraine mit all den Dingen, die dort mit im Zusammenhang sind, mit allen Folgewirkungen, was heißt das letztlich ganz konkret für die Entwicklung der Elektromobilität? Die erste Frage ist, am Ende, Warum sind wir da, wo wir sind? Was ist eigentlich die richtige Analyse? Wir haben in Deutschland einen Fehler gemacht. Wir haben eigentlich, als wir angefangen haben, die Elektromobilität zu entwickeln, uns nicht ehrlich gemacht. Ja? Wir haben uns nicht ehrlich gemacht, sondern wir hätten sagen müssen, bei einer Analyse, wir sind Weltklasse beim Verbrennungsmotor. Wir machen in der Welt sehr viel Geld mit unseren PKWs, mit unseren Autos und genau so, wie sie jetzt sind, mit Clean Diesel, mit wunderbaren Benzinern. Aber wir wissen genau, irgendwann wird sich der Wind drehen und, weil wir wissen, Elektromotoren und Batterien lassen sich billiger produzieren als Verbrenner. Wir werden irgendwann in eine Situation fahren, wo beim batterieelektrischen Fahrzeug der Kostenvorteil sitzt, das heißt ökonomisch Problem. Und wir werden wissen, wenn wir Klimaschutz ernst nehmen, werden wir wissen, wir werden irgendwann einen Treibstoff brauchen, der klimaneutral ist. Und das ist nach Lage der Dinge Strom und Strom, den wir Batterie lagern oder den wir uns von Oberleitung ziehen oder sonst wie. Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben sehr lange gesagt, so umweltfreundlich ist die Elektromobilität auch nicht. Wer weiß, was da alles dranhängt. Ja? Vielleicht ist der Diesel doch besser. Wir haben mal rausgerechnet, da gibt es ein paar Institute, die haben das so ausgerechnet. Außerdem müssen das irgendwie Afrikaner aus dem Boden schürfen und die sind dann noch jünger und das ist Kobalt und das ist selten oder so. Stimmt's mal. Aber all solche Geschichten wurden erzählt und der Kunde will es doch gar nicht. Ja, der muss man fördern, überhaupt, damit er überhaupt aktiv wird.
Ja? Das ist der Ansatz gewesen, den wir gefahren haben. Und wir brauchen Ladeinfrastruktur, die kommt nie. Das dauert Jahrzehnte, bis wir so weit sind. Das heißt, wir haben uns nicht ehrlich gemacht, sondern wir haben uns auf einen Pfad begeben, wo wir nicht angeguckt haben, was am Ende tatsächlich den Aufbau, die Entwicklung der Ladeinfrastruktur behindern würde. Wir haben im Jahr 2011, als wir anfingen, Massenmarkt zu machen, zu wollen, einfach verschwiegen, dass die Industrie überhaupt gar kein Interesse hat, sehr schnell batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Wenn Sie jetzt sagen, wo ist die Hemmnisse, warum wir erst diese Zahl haben an Elektroautos, dann liegt es daran, dass wir ja gar nicht viel mehr gebaut haben. Und wer Automobilindustrie kennt, weiß, ich kann nicht übermorgen sagen, wir brauchen jetzt mal ein paar mehr. Das dauert ein paar Jährchen, bis man das hochfahren kann. Und deshalb ist es ja entstanden als Hemmnis. Bisher ist das Hemmnis auf der Industrieseite gewesen, nicht genug gebaut. Und wir kommen jetzt noch mal in weitere Hemmnisse rein, nämlich in die Hemmnisse, Lieferkette und Ähnlichen, die wir haben durch die geostrategische Lage oder wie wir es nennen wollen. Das heißt, jetzt immer noch zu sagen, wir brauchen mehr Förderung, 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 ist völlig albern. Ja? Das ist kein Hemmnis für die Entwicklung der Elektromobilität. Förderung von Fahrzeugen ist kein Hemmnis. Wir müssen alles tun, möglichst viele Fahrzeuge. Und wenn wir schlau elektrisch zu produzieren, wenn wir schlau sind, machen wir das in Europa oder mit möglichst viel europäischen Komponenten. Darum wird es gehen. Staat und Kommune ist übrigens ein Unterschied. Ja, Staat ist Staat und Kommune ist Kommune. Ich bin ja lange Kommunalpolitiker und lange auch Kommunalverwaltung gewesen. Und die Bürger sollen sich nicht einreden lassen. Kommune ist Staat, ihnen gehört die Kommune mit. Ich glaube, Sie kommen darauf dann. Ja, das ist eine gemeinsame Entwicklung. Mich ärgert es immer, wenn ich sage mal, im Grünflächenamt einer anruft und sagt, ey, da müsste mal wieder der Baum gegossen werden. Ja, so, da würde ich sagen, wenigstens interessiert er sich für seine Kommune, aber man müsste ihm sagen, ne, herzlichen Dank, aber du kannst ja mit dem Eimer auch mal rangehen, da ist auch dein Baum eigentlich auch, der da austrocknet. Also, dass man schon das Gefühl schafft, weil sonst brauchen wir keine Kommune. Das machen wir Staat. Wenn viele in Frankreich unterwegs waren, da ist Staat einfach. Ja. Gibt es das nicht. Also, das ist die Besonderheit in Deutschland, ja, dass wir kommunale Selbstverwaltung haben. Das heißt auch, dass wir das als Kommune, als Verwaltung und so tun müssen, als wären wir Staat, wie in Frankreich, ein Präfekt, ja, hier, Leute, ich sage, wo es lang geht, ja, sondern, und ja, aber auch, dass die Bürger sagen, sie interessieren sich mit, nur so können wir solche Prozesse auch vernünftig organisieren. So, und derzeit, und wer richtig hinguckt in die Kommunen und sagt, wir setzen jetzt die große Transformation in Gang, der kennt sich in der Kommune nicht aus. Ja. Wir haben Kommunalverwaltung, die überlastet sind, die in entscheidenden Teilen unterbesetzt sind, die aus einer Phase kommen, wo die Leute zu Hause gearbeitet haben. Da ich lange Chef war, sage ich, habe immer eine Skepsis gegen das Zuhausearbeiten. Das ist aber eine Chefskrankheit, dass man mehr kontrollieren will. Aber ich glaube, dass zu Hause weniger gearbeitet wird, wenige Prozesse nicht gesteuert werden konnten. Und wir haben dort derzeit erhebliche Arbeitsrückstände, weil wir kommen ja aus der Pandemie in eine nächste, in eine Flüchtlingskrise, die ja mit der Ukraine-Krise zusammenhängt und andere. Ja, also wir können da nicht immer so tun, als könnte man immer irgendwas beschließen. Ja, es wird vieles gar nicht umgesetzt. Da können wir beschließen, was wir wollen. Das heißt, wer in der Kommune Verantwortung hat, muss darauf achten, wie auch wirklich etwas umgesetzt wird. Das geht für Politik, die sich einen schlanken Fuß macht, indem sie Riesenförderprogramme aufruft und sagt, da haben wir wieder einen Plan und dann irgendwann sich wundert, da wird ja gar nichts abgerufen oder so, weil ja gar nicht abgearbeitet wird, dem das reicht, sondern wir müssen immer auch auf die Umsetzungsfähigkeit achten. Und wenn Sie mich aktuell fragen, einer der größten Hemmnisse derzeit, wir haben beim Aufbau Ladeinfrastruktur gar nicht das Personal verfügbar. Gehen Sie mal los und gucken mal, was Sie im Bereich der Elektrotechnik da finden, wenn Sie sagen, wir wollen da mal großflächig was machen. Ja, also das heißt, auch da müssen wir hingucken und da geht es dann auch darum, dass wir tatsächlich anfangen, etwas, ich sage das mal jetzt so, hemdsärmeliger zu sein. Ich weiß, ich habe einige
Mein Aufsichtsrat wurde häufiger geschrieben, immer gefragt, was erzählt der Novak da überhaupt den Leuten. Ich habe zum Beispiel, sollte mir verboten werden zu sagen, man kann jedes Auto an einer Schokodose aufladen, jedes Elektroauto. Das ist technisch richtig. Ich habe auch immer ein Bild mitgehabt von der Freiwilligen Feuerwehr Butjadingen. Da haben wir die größte Flotte Europas kommunal haben wir gehabt. Da war unser nördlichstes Fahrzeug. Es lud immer an einer Schokodose im Feuerwehrgerätehaus. Sag ich mal. Sagt, also wenn die das machen, ja, dann geht es auch. Also wir müssen ein bisschen darauf achten. Ja. Wir reden ja manchmal auch über Deregulierung, dass wir Gefahren auch im technischen Bereich richtig einschätzen. Auch richtig einschätzen und nicht in der Sache laufen, wo wir sagen, wir machen alles so kompliziert, auch technisch, dass am Ende relativ wenig passiert. Ich plädiere jetzt nicht für viele Hausbrände und zusammenbrechende Netze, ja, sondern ich plädiere hier für eine sehr sachorientierte Betrachtung der tatsächlichen Risiken des Ladens von Elektroautos. Ja. Und ist vieles von dem, was wir gemacht haben, in der Frühzeit hätten wir viel leichter, unkomplizierter machen können. Ich habe übrigens mein erstes Großevent mit Elektroautos, wo man dann damals konnte, weil man mit 60 Elektroautos in eine Kleinstadt kam, war es ein gewaltiges Event und viele hatten Angst, wie man überhaupt das mit Laden macht. Beim ersten Mal bin ich zu dem Feuerwehrchef gegangen und gesagt habe, was machen wir? Und er hat gesagt, ich kenne den Marktamtsleiter. Und der hat in einer norddeutschen mittelgroßen Stadt, ist mit mir auf den Marktplatz gegangen und hat gesagt, ich drücke einmal auf den Knopf und dann kamen überall kleine rote Steckdosen auf. Ja, und sagt, und da lädst du all deine Elektroautos und wir sind froh, wenn du wieder wegfährst. So, also, es ist natürlich nicht so, sollen wir mal ganz ehrlich sagen, ja, dass wir hier hilflos ausgeliefert sind und eine sehr komplizierte Ladeinfrastruktur aufbauen müssen. Wir werden eine sehr ausgefeilte, da ist die NOW dran, Schnellladeinfrastruktur machen. Wir wissen aber, dass die weit überwiegende Zahl der Ladungen findet nicht im öffentlichen Raum statt, findet nicht an Schnellladestationen statt, sondern findet am Arbeitsplatz und zu Hause statt. Und ist relativ leicht darstellbar, muss nicht abgerechnet werden, kann langsam erfolgen und so weiter. Deswegen ist diese Panikmache oft, wir werden es nicht schaffen, weil die Ladeinfrastruktur nicht da ist. Das ist keine anständige Analyse. Zeitenwende, sage ich Ihnen einmal nur, all das, was wir ohnehin immer schon vorhatten, ist jetzt natürlich wichtiger denn je geworden. Das heißt, es ist doof, wenn man jetzt sieht, ich habe 97 die größte PV-Anlage hier in Uelzen auf den 100-Wasser-Bahnhof gelegt. Sag, hättet ihr damals auf mich gehört? Ja? Macht man nicht, aber eins kann man jetzt sagen, wir brauchen nicht mehr argumentieren in die Richtung, dass erneuerbare Energie sinnvoll ist und wir haben viel zu wenig darüber gesprochen, dass man Energie einsparen muss. Alle, die 100% erneuerbare Energie fordern, immer, es gibt ja so Forderungen, 100% erneuerbare Energie bis 2050, haben immer den einen Halbsatz meist unterschlagen, wo da stand. Wenn man dieses Ziel erreichen will, muss man mindestens 50% Einsparung erzielen. Das ist unsexy. Also Einsparung kann ich irgendwie schwierig visualisieren. Deswegen haben alle Bilder von erneuerbarer Energie sind immer Windräder, Solaranlagen. Ja? Das ist ja ein Teil der Geschichte nur. Der wichtigste Teil ist die Energieeinsparung. Und Energieeinsparung heißt für uns, jetzt habe ich Ihnen gesagt, was meine ich jetzt, wie wird sich das auf Elektromobilität ganz konkret auswirken? Heißt am Ende, Strom wird Treibstoff Nummer 1. Das ist hiermit jetzt klar. Da wird keiner mehr von am Ende weggehen. Die Frage, haben synthetische Kraftstoffe, haben Brennstoffzellen irgendwas, also Wasserstoff im Verkehr, irgendwas zu suchen? Nein, viel zu energieintensiv. Über alle Entscheidungen, die wir jetzt haben, ist immer die, wie viel Energie wird verbraucht? Aus Kostengründen. Rein aus Kostengründen. Das heißt, in dem Bereich sind wir am Ende weg und wir werden natürlich Verbrauchsarmut ganz anders definieren.
So, das ist jetzt als Provokation gedacht. Auch hier, wenn ich sehe, ne, was alles für Elektroautos hier stehen, eigentlich stehen hier ja die falschen Autos vor der Tür, um das mal so zu sagen. Wir werden es mit Autos, wenn wir wirklich weiter automobil sein wollen, ich finde das übrigens gut, dass man auch weiter automobil fahren kann. Ich glaube, dass es, Sie hatten das, glaube ich, gesagt, das wäre nicht die Lösung. Ne? Aber ich glaube, die Menschen wollen schon ein bisschen, gerade im ländlichen Raum, mit dem Auto fahren. Das ist ein Stück von Freiheit. Ich wohne mitten in Hannover, habe auch ein Auto, das brauche ich eigentlich letztlich fast nur, wenn ich im ländlichen Raum bin. Das ist ein Auto, das fährt mit Solarenergie 1600 Meilen, glaube ich sogar. Das ist ein amerikanisches Modell, also ist mit Solarzellen überzogen, braucht eigentlich fast nie laden, zeige ich nur als Provokation. Aber wir werden jetzt eine Fahrzeuggeneration brauchen, die kleiner und leichter ist. Völlig klar. Die hat auch enorme Kostenvorteile. Wenn ich mit einem kleinen Elektroauto unterwegs bin, sagen wir können Elektroauto bauen, bestimmt unter 10.000 Euro, das eine Reichweite von um die 100 Kilometer hat, reicht völlig. Ja, 90% der Fahrten sind irgendwie darunter. Ja, unter 10.000 Euro mit eigenem Solarstrom geladen, da haben Sie einen Kostenvorteil. Da brauchen wir nicht über Förderprogramme, wer zahlt mir meine Ladesäule oder wer gibt mir eine Kaufpreisprämie, da kriegst du ja schon fast Geld dazu bei diesen Autos, bei den Kaufpreisprämien, ja, sondern das wird letztlich am Ende dazu führen, dass wir darüber die Elektromobilität vorantreiben. Für meine kommunale Sichtweise nur hier der eine Hinweis darauf, wenn Sie überhaupt Staatsgeld gut für Fahrzeuge einsetzen wollen, elektrifizieren Sie Ihre eigenen Flotten. Das ist Staatsgeld direkt für den eigenen Bereich eingesetzt und macht einen klug. Man muss mit den Geräten umgehen können, man muss eigene Erfahrungen sammeln, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und auch als Voraussetzung für das Gelingen ist, dass Sie Verantwortlichkeiten in der jeweiligen kommunalen Verwaltung regeln. Die Transformation hin zu Elektrofahrzeugen ist eine so wichtige Aufgabe, dass man sie tatsächlich in einer Organisation regeln muss. Wenn ich wohin komme, frage immer, wer ist bei euch zuständig für Elektromobilität? 50% in Verwaltungen würden sagen, wissen wir auch nicht, ja, aber für diese Frage. Zur Not kann man sagen, ist Chefsache, ganz schlecht. Chefs haben viel zu viel zu tun, ja, um sich mit einem einzelnen Sachthema zu beschäftigen. Die beliebteste Antwort ist, Querschnittsthema. Enorm problematisch, wenn nicht geregelt ist, wer eigentlich da das Sagen hat. Ich bin ziemlich sicher, in Deutschland, die NOW hat viele kommunale Konzepte den Kommunen gefördert. Ich erlebe Kommunen, die das gar nicht mehr wissen, dass sie, aha, wir haben ein Konzept. So, also das ist gefördert, abgegeben, feierlich überreicht und dann verschwunden. Eben auch, weil gar nicht geregelt wird, wie das letztlich am Ende auch tatsächlich umgesetzt wird. Sie brauchen sich jetzt, ich glaube, der nachfolgende Redner wird darauf mehr eingehen, aus meiner Sicht immer muss im Vordergrund stehen, dass Sie eine Akzeptanz für eine Transformation tatsächlich in der Bevölkerung erreichen. Ich habe Ihnen einmal vom 10.06.21 die Umfrage Deutschland Trend, also relativ normale Umfrageinstitut, glaubwürdig würde ich jetzt sagen. Da steht drin, dass letztlich am Ende nur 37% der Bevölkerung glauben, dass Elektromobilität der richtige Weg ist. Das wird jetzt ein bisschen höher sein als Kriegsfolge. Aber trotzdem machen sich keine Illusionen,
wie umstritten Verkehrsthemen ist, wie wenig rational diese Themen diskutiert werden. Und meine Empfehlung ist, dass man Verkehrslösungen in Kommunen tatsächlich in einem guten Dialog erzielen muss. Und eine Sache ist auch klar, für Autos, ich bin gleich fertig, Sie gucken, keine Angst, ja, ist es so, für Autofahrer und Fragen, das interessiert die Leute. Ich muss Ihnen sagen, also für so einen, wenn Sie Parteiveranstaltungen gemacht haben, mir war eine ganze Überraschung, als ich Veranstaltungen gemacht habe zur Elektromobilität, mit wie vielen Menschen man plötzlich zu tun hat, die sich für Autos interessieren. Ja, so, also, dass man da Versammlungen machen kann, wo auch viele Leute kommen und wo auch Leute kommen, mit denen man tatsächlich reden kann. Manche haben eine schwierige Sichtweise. Das ist, glaube ich, in unserer Bevölkerung ein bisschen untergegangen. Viele in Verwaltung oder auch in Politik haben keine Lust, sich mit bestimmten Leuten auseinanderzusetzen. Das ist eine verflucht anstrengende Sache. Wir haben teilweise eine Form von Ersatzbürgerbeteiligung. Ja? Da kommen Leute hin, ja, wo ich sage, wenn wir die überzeugt haben, haben wir eigentlich auch nichts erreicht, weil die ja kaum Ausstrahlung in die Bevölkerung hinein haben und weil wir uns mit denen auseinandersetzen müssen, die wirklich eine skeptische Einstellung eher dagegen haben. Einige werden wir nie überzeugen, weil sie aus anderen Gründen grundsätzlich gegen alles oder so sind. Aber ich meine die, die sich durchaus nicht einfach, das ist wegen Klimaschutz oder so, sofort sagen, oh hurra, ist wegen Klima, dann machen wir mit oder so, sondern die auch wirklich überzeugt werden müssen. Da machen wir nicht genug. Das ist eins von meinen Herzensangelegenheiten, die ich habe, dass wir tatsächlich nicht in eine Situation kommen wollen, ich habe schon gesagt, ich bin häufiger in Frankreich, wo wir auch eine Situation haben, wo vielleicht die Hälfte der Bevölkerung sich von dem System, was sie so kennen, gar nicht mehr angesprochen fühlt. Und wenn das überhaupt jemand gut bekämpfen kann, diese Haltung, dann sind es Kommunen. Da muss man auch mal ein bisschen Energie aufwenden, sich mit den Leuten zu beschäftigen, die ein bisschen anders diskutieren als im philosophischen Seminar. Ja, muss man aushalten können mit solchen. Und man muss auch Beteiligungsformen finden, die für Leute geeignet sind, die nicht gewohnt sind, sich in Versammlungen zu Wort zu melden und so etwas, sondern man muss auch andere Beteiligungsformen. Wenn man das nicht macht, dafür würde ich mehr Geld ausgeben als für Fahrzeugförderung. Ja, sowas zu machen, die dafür zu gewinnen, die richtigen Sachen zu machen. So, ich bin gleich am Schluss sage, das gehört zu dem Teil, wo ich glaube, dass das auch zu wenig kommuniziert wird, zu sagen, dass die gesamte Entwicklung der Elektromobilität viel zu stark nach der Logik funktioniert, wie wir alle Autofahren gelernt haben oder wie wir mit Benzin, mit Verbrennern umgehen. Das Laden von Elektroautos ist eine etwas andere Angelegenheit. Das Gefühl, irgendwo hinzufahren, voll zu tanken, das hat nichts zu tun mit dem, wie wir die Energiezufuhr bei Elektromobilität organisieren. Und auch das muss man sich sehr viel stärker bewusst machen in der Kommunikation, weil die andere Sichtweise ein bisschen dominiert. Förderung ist auch deshalb, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so das zentrale Thema. Das ist einer der richtigen Ikonen der Elektromobilität, Roland Schüren, guter Bekannter von mir, der Bäckerei, größten Ladepark Deutschlands, glaube ich, noch, oder jetzt zweitgrößten betreibt, der hat vor kurzem die Preise an seine Ladesäulen gesenkt, weil er den Strom selbst mit PV produziert. Und er produziert ja auch Bäckereiprodukte, eigentlich ist er Bäcker. Das sind seine Lieferfahrzeuge, sind Elektroautos und in der Bäckerei hauptsächlich fast ausschließlich mit erneuerbarer Energie. Der spürt das, was wir zurzeit an Kostensteigerung haben, gar nicht. Ja, das müssen wir auch kommunizieren, dass das mittlerweile eine ökonomische Tatsache ist, dass das Investment in dem Bereich, erneuerbare Energie, Verbindung hin zur Mobilität, Produktion von Fahrstrom vor Ort, Produktion von Strom für die handwerkliche Produktion, ne, absolut kostenmäßig eine deutlich bessere Seite mittlerweile ist.
So, die eigentliche Revolution, damit will ich auch schließen, weil die Frage ist ja immer, wir haben ja das, die Diskussion mit Verbrennerverbot und ähnlichem. Ich halte weder viel von der Debatte, haben Sie schon gehört, von Subventionen, ich halte noch weniger von der Debatte über Verbote, weil ich glaube, Elektromobilität wird sich durchsetzen über den Markt, über die Kosten, über die Preise. Wenn wir 2030 hier noch sitzen, ja, und darüber diskutieren, wie wir das Verbrennerverbot umsetzen, haben wir eigentlich verloren. Ja, da haben wir, dann ist letztlich durch, ja, sondern wir müssen sehen, dass die Produkte so gut werden, die Preisvorteile da so sind, dass tatsächlich sich am Ende ändern wird. Und der ganz andere Bereich, der auf uns zurollen wird, der nicht ausreichend gesehen wird, ist der Bereich der Digitalisierung. Wir werden in den nächsten 3, 4, 5 Jahren Sprünge erleben beim automatisierten Fahren. Das verändert die ganze Mobilitätswelt. Da werden wir weniger Fahrzeuge haben, allein dadurch, dass sehr viel mehr automatisierte Fahrzeuge unterwegs sind. Wir werden das für Kommunen bedeutsam, den ÖPNV natürlich auch ganz anders organisieren können. Und das als abschließender Hinweis, letztlich braucht man in dem Bereich nicht mehr Geld, nicht mehr Staatsgeld. Da muss man tatsächlich ein bisschen auf die Innovationsfähigkeit setzen. Und man muss den Menschen auch ein bisschen die Angst nehmen, dass ihnen irgendwas durch Elektromobilität, durch Digitalisierung weggenommen wird. Wir glauben es ja gar nicht mehr, aber es kann auch mal wieder was besser werden. Herzlichen Dank. Jetzt geht's, ja. Herr Nowak, vielen, vielen Dank. Sie haben einen ganz, ganz tollen Vortrag gehalten, mir ganz tolle Impulse gegeben. Nicht nur, dass Sie für mich dieses AC-Laden, da merkt man, dass Sie auch Mann der ersten Stunde sind, die ersten Fahrzeuge, da gab es ja gar keine Wallboxen und die standen überall rum. Also bei uns in der Hessischen Staatskanzlei tankte einer an so einer Steckdose, die haben die eigentlich für den Rasenmäher genutzt, ne? Und damit sind alle rumgefahren. Also und dieser Ansatz Effizienz, das finde ich super, das werde ich jetzt für mich mitnehmen, dass man eigentlich da hinkommen muss und sagen muss, das Coolste ist eigentlich, wenn ich maximal effizient bin. Und das ist auch das coolste Auto. Und das sind die Autos da draußen ja nicht, sondern die wollen so sein wie die alten. Und das ist aber auch meine Denke als autoaffiner Mensch. Ich will das Große, mit dem ich alles machen kann, so viel wie möglich. Aber Effizienz, das ist doch das Coole. Und das ist ja auch das Coole vom Elektroauto, ne? Auch vielleicht nochmal in die Runde, das ist immer so ein Punkt, was ich sage, wenn Sie auch mit den jetzigen Produkten, die da stehen, mit einem ID.3 oder was, der verbraucht einfach mal 2 Liter Diesel-Äquivalent auf 100 Kilometer auf der Autobahn. Ja, wenn man den tritt, das ist einfach, weil der einfach maximal effizient ist. Das ist keine Heizung, sondern der benutzt seine Energie wirklich nur zum Fahren und dann kann man die idealerweise noch direkt nutzen. Aber Herr Nowak, ich will die Diskussion mit Ihnen gehen. Sie sagten, 2011 hätten wir ehrlich sein müssen. Da interessiert mich nochmal, wie hätten wir da anders rangehen müssen? Sie haben das so angedeutet, aber wir haben da ja schon versucht, quasi mal zu zeigen, seht, es geht, es ist eine gute Technik und wir haben da kleine Autos, VW auch den E-Up und so kleine Autos, um zu zeigen, hier, in dem Bereich ist das super ideal. Und dann wurden die aber abgelehnt zum Teil, weil man sagte, ja, die sind ja überhaupt nicht handelbar, weil es so ungewohnt war. Ja, man soll jetzt, also ich wehre mich immer dagegen, zu viel nach hinten zu gucken. Ne? Ja, okay. Also weil das ist immer ein bisschen die Frage, ja, ja. Versäumt und hätte Fahrradkette, das kennen wir alle. Ich finde einmal wichtig, dass man sich damit beschäftigt, wie man aus der jetzigen Situation das Maximale rausholt. Das finde ich einmal ein ganz wichtiger Ansatz, ja. Dafür muss man ein bisschen Vergangenheit verstehen und man muss sich ein bisschen mit der Automobilindustrie auch beschäftigt haben. Die große Sorge, die ich jetzt habe, ist, wir haben letztlich in Europa, gerade in Deutschland, die komplette Ausrichtung auf große Fahrzeuge. Daimler macht ja fast nur noch das Luxussegment.
Ja? Alles, was wir haben, sind große Fahrzeuge. Und wenn kleine Fahrzeuge werden fast keine gebaut. Daimler hat sogar den Smart nach China verkauft. Also wenn wir diese Entwicklung nicht korrigieren, haben wir in 2-3 Jahren einen hohen Prozentsatz von Fahrzeugen, die nicht mehr made in Europe, nicht mehr made in Germany sind, sondern die made in China sind. Weil die setzen auf diese kleinen Fahrzeuge. Und das müssen wir jetzt mal, das meine ich, das ist die Ehrlichkeit, die wir heute haben müssen. Die Ehrlichkeit, die wir 2011 versäumt haben, ist jetzt verloren. Aber jetzt müssen wir die neue Ehrlichkeit haben. Wir müssen sagen, wenn wir energieeffiziente Autos haben wollen, müssen sie klein sein. Und wir wissen alle, dass man mit großen Autos natürlich sehr viel mehr Geld verdient als mit kleinen. Das hat nie etwas mit irgendwelchen übergeordneten. Wir sind ja keine Verschwörungstheoretiker. Warum baut man große Autos? Weil ich für ein 40, 50, 60.000 Euro Fahrzeug natürlich ganz anders kalkulieren kann. Da kann ich in Europa bei derzeitigen Werken kann ich produzieren mit Gewinn. Bei Autos, die 10.000 Euro kosten, kann ich es nicht. Ja? Und das ist einmal eine Sache, wo wir sagen müssen, da muss man gegensteuern, dass diese Entwicklung dass es nicht eine neue Abhängigkeit ist, dass es unsere Industrie nicht abhängig wird dann von anderen Fahrzeugen und unsere Märkte davon, das muss man, glaube ich, an dieser Stelle sagen. Ja. So. Also so dramatisch ist nicht, nein, aber deswegen ist das die wesentliche Sache, mit der wir uns beschäftigen müssten in der heutigen Situation. Und ich glaube, das trifft Sie jetzt, weil wir beide, wir können ja auch diskutieren, eine andere Auffassung, also die Skepsis gegenüber Automobilität, ne, finde ich zum Teil überzogen. Ja, also wir haben ja eine Situation gehabt, deswegen 2CL, kann ich nur sagen, es waren am Ende die Industrie, die nicht Elektromobilität wollten, es waren aber auch die ökologische Bewegung, ne, die überhaupt nichts mit Autos zu tun haben wollte. Das heißt, das war auch eine schwierige Situation. Wir brauchen auch ein bisschen ein klares Bekenntnis zur Automobilität. Aber ich will jetzt dem Kollegen nicht die Zeit rauben. Nee, wir haben ja. Bis 3. Also das heißt, der kommt danach. Der kommt danach, hat aber auch mit Automobil zu tun. Dann sage ich eine schnelle Durchsage. Vollsperrung der A66 von BSS nach Steinau, Brandgefahren. Transporter. Das soll ich hier weitergeben. Genau, wir können länger bleiben, wir können länger sprechen. Ich würde gerne auch noch die anderen Fragen an Sie stellen lassen. Ja, feuerfrei, wer möchte was sagen, was kommentieren, was... Wir hatten ja eben über die Hemmnisse bei den Kommunen gesprochen und ich würde mal ganz provokant die These in den Raum stellen, dass man sich Visionen auch leisten können muss und dass auch, wenn man sagt, dass die Förderung als solche vielleicht nicht der richtige oder der formal richtige Weg ist, um da die Kommunen zu unterstützen, vielen Kommunen trotzdem wirklich Geld fehlt, gerade auch je kleiner die Kommunen werden, je größer die Kommunen werden und je größer auch die Strukturen werden, desto eher kann man auch Geld in solche Strukturen investieren, die sowas möglich machen. Aber wenn wir dann von Kommunen in der Größe vielleicht von 10.000 bis 5.000 oder noch kleiner sprechen, dann wird es auf einmal sehr, sehr schwierig, auch selbst das Geld zu haben. Und gerade dann ist man ja auf das Land und den Bund angewiesen, sei es jetzt im Bereich Digitalisierung, Ladeinfrastruktur. Und allgemein würde mich natürlich jetzt mal dazu Ihre Meinung interessieren und vielleicht auch die Frage in die Runde, wie sieht das bei den Kommunen selbst aus? Ist da Angst auch vorhanden oder sagen auch die kleinen Kommunen, wir kriegen das schon irgendwie hin? Da würde ich auch nochmal sammeln. Vielleicht will noch ein anderer das zu den ganzen, vielleicht auch noch ein bisschen weiter das Thema Klimawende, weil das ist ja nicht nur Mobilitätswende, sondern alle Investitionsmaßnahmen sind da betroffen. Ne? Das kriege ich auch mal mit, Anfragen wegen, wir wollen einen neuen Bauhof bauen, mache ich den jetzt mit Solar oder nicht. Und da geht es ja immer um Wahnsinnsinvestitionen, auch für eine längere Zeit. Ne? Hat da noch jemand was zu?
Ansonsten vielleicht. Also, war für ein Gebiet zuständig mit einer der reichsten Kommunen Deutschlands, Wolfsburg, ja, wo, so, wissen wir warum, und auch in Südniedersachsen Kommunen, die mehr oder weniger unter Zwangsverwaltung standen, also die jede größere Ausgabe sich genehmigen lassen mussten. Wenn jemand nicht mal Geld für eine Ladesäule hat, ja, dann hat er eigentlich, dann ist eigentlich zu Ende. Also ist doch nicht so, dass sich auch eine arme Kommune, die wird weder, stellt sich finanziell, ändert sich gar nichts für eine Kommune, ob sie eine Ladesäule aufbaut oder nicht. Ja, soll niemand erzählen, was ändert sich dadurch? Meine Frage, jemand, klassische Frage, Bürgermeister sagt, kennst du unseren Haushalt? Sage ich, kann ich mir vorstellen, wenn du so fragst. Ja. So, sage ich, was bessert sich, wenn du keine Ladesäule aufbaust? Da sagt er nichts. So, ja, also deswegen ist die Frage, aber sage ich, willst du eigentlich der Chef einer Kommune sein, die freiwillig darauf verzichtet oder andersrum gesagt, die als rückständig gilt? Ja, weil Elektromobilität ist ein imageprägender Faktor. Ich sage, guck dir die Städte, guck dir die Orte an, die eine gute elektromobile Infrastruktur haben. Und dann guck dir die an, die eine schlechte elektromobile Infrastruktur haben. Und möchtest du zu denen zählen, die in diese Image-Kategorie eingefügt werden? Da kann man so schreckliche Namen nennen, nenne ich jetzt nicht, weil ich weiß ja nicht, wer zuhört. Ja, ja, wo du sagst, da bist du auf dieser Ebene. Warum? Stellst du freiwillig, warum sagst du freiwillig, bei mir spielt Elektromobilität keine Rolle? Weil ich, und werde freiwillig, werde ich rückständig. Und wenn es darum geht, um öffentliche Ladeinfrastruktur, bei kleinen Kommunen auf dem Lande, machen Sie das nicht für die eigene Bevölkerung. Auf dem Land gibt es einen ganz geringen Bedarf, nur öffentliche Ladeinfrastruktur. Wenn du keine aufbaust, gibst du das Signal, keiner bitte herkommen. Ja? Und das soll dein Signal sein. Und anderes auch, in der Kommune, wir sind ja kommunal, ja? Warum gehst du nicht zu dem Edeka-Markt, warum gehst du nicht zum Gastronomen und sagst, pass mal auf, wir machen das so, ja? Wie viel Geld hast du, wie viel Geld habe ich und wir bauen da was auf und haben beide was davon. Ja? Wer das nicht mal macht, der hat aufgegeben. Deswegen ist es falsch. Also das finanzielle Argument zählt überhaupt nicht. Das würde zählen, wenn man wirklich sagen würde, ich komme in meine alte Heimatstadt Uelzen, das dichteste Schnellladenetz einer Kleinstadt. Die haben 18 Schnellladesäulen oder 13 allein da. Die Hälfte habt ihr gezahlt. Ja, so. Weder besser noch schlechter stehen sie finanziell da. Das ist, muss man sich vergegenwärtigen, auf einen kommunalen Haushalt tatsächlich irrelevant. Ja, ja, vielen Dank. Dann noch eine letzte Frage vielleicht. Ich wollte noch was zu Ihnen sagen. Ja. Ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Außer Förderung gibt es ja noch andere Sachen, was die Frau Kohlmann auch vorhin vorgestellt hat, mit dem Flächentool zum Beispiel. Ich weiß, dass viele kleine Kommunen das so gemacht haben, Elektromobilitätskonzept und dann eben die Flächen vermarktet haben, wobei natürlich die privaten Anbieter sich nur die Rosinen rauspicken möchten. Da muss man die dann halt verpflichten, dass sie alles nehmen. Aber auch in anderen Bereichen. Also es muss politisch gewollt sein, da muss man die Rückendeckung haben und ja, und wie gesagt, mit den Gastronomen oder privaten Anbietern, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie heute Vormittag in dem Vortrag waren, der Herr Schäfer hatte da ja auch so ein Modell mit Gastronomen oder dass er das privat auch anbietet. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, die politische Rückendeckung braucht man und dann geht einiges. Nicht auch ohne Fördermittel. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihren Einwand. Ich